Willkommen zurück bei House of Da Vinci 2. Wir hatten gerade diesen Moment, wo wir mit dem Prequel quasi, also mit dem Prequel-Part durch waren und mit dem Sequel-Part angefangen haben, ne? Ach, guck mal, da kann ich doch locker was machen. Das war so klar. Ey, kann ich nicht direkt der Käse wegrollen? Eine Holzscheibe. Ich erwarte irgendwie, dass in dieser... Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, aber gut. Zumindest ist der Ingame-Sound passend von der Lautstärke. Das ist doch schon mal was. Und die Kurbel können wir doch locker auch mitnehmen. Können wir das mitnehmen? Können wir eigentlich sonst noch irgendwo hin? Hier bestimmt. Das können wir doch auch einstecken. Figur von Leonardo. Oh, wow. Okay. Spannender Sockel, aber da geht noch mehr mit. Also, jetzt nicht, aber später. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Kann ich das Ding nicht mitnehmen? Okay, ich jetzt fast von ausgegangen. Können wir... okay. Ja, hallo. Okay. Das dreht jeweils beide, ja. Sehr spannend. Ich muss das wahrscheinlich ganz hochziehen. Ist der Deal. Ist ja ungünstig gelaufen. No. Aber wobei, so geht's auch. Nein, verdammt. Wieder hoch. So, das ist ganz oben und jetzt... Mist, das war der falsche. Dann so. Okay, jetzt ist beides ganz oben. Offenbar ist ganz oben nicht der Deal. Aber wobei, nee, das linke muss noch einen weiter, ne? Gott, war das dann die Richtung? Quasi. Jetzt müssten wir nur das... Ach, das geht noch höher. Ja, leck mir die Stirn. Nein! Ah, dann geht das aber gleich wieder runter, ne? Aber das ist okay. Hätte das nämlich gern einen hoch. Gott verdammt. Und dann will ich, dass sich das so umdreht. Das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus, oder nicht? Oder geht das, oder muss ich das komplett da hochschieben? Nee, okay, höher geht nicht. Aber dann müssten wir jetzt... Na naja, gut, dann drücken wir das jetzt erstmal wieder einen runter, das ist aber in Ordnung. So, dann haben wir es doch. Wie umständlich kann man so eine Schublade designen? Geht auch noch mehr, oder? Ist das nur der Mechanismus gewesen, um das aufzumachen? Oh, wow.
Gut. Mit dem Klappschlüssel kommen wir doch sicher an die Truhe. Und der muss dann am Ende... Das ist, glaube ich... Nee, das ist nicht richtig. Okay. Der muss so... Alter! Frickelige Steuerung ist frickelig. Das könnte richtig sein, oder? Und hinter Tor 1 verbirgt sich der Zonk. Da können wir jetzt die... Da können wir nicht die Leonardo-Figur draufsetzen. Okay. Halt. So. Ach komm schon. Das ist total offen. Geht doch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Können wir eigentlich mit dem Ding was machen? Nee, ne? Und nu? Da hinten kann ich gar nicht weiter hin, okay. Ja, hier sind wir, glaube ich, durch. Also die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Metallgriff? Das hilft mir alles nicht weiter. Was hat er denn? Der hatte so einen Sockel. Okay, die Aufzugsteuerung verschwindet da auch irgendwo in der Wand. Dachte, wir können vielleicht irgendwie den Aufzug wiederholen, aber kann ich mich hier eigentlich... Nee, da kann ich mich nicht umdrehen. Also haben wir eigentlich nichts weiteres als die Truhe, ja? Gerade sagen, warum sieht denn der so anders aus? Aber der hat einfach nur einen anderen Blickwinkel. Aber nochmal einsetzen können wir den nicht. Aber wir können natürlich gucken, ob wir den Schlüssel... Ah, das geht nicht, ne? Den kriegen wir da nicht reingesetzt. Dafür sind diese L-Teile einfach nicht passig. Den Griff haben wir hier gerade rausgenommen. Das heißt, wir werden ihn hier nicht wieder einsetzen müssen. Die Figur kommt da auch nicht hin. Können wir mit der Figur doch noch was machen? Sieht nicht danach aus. Nein, nicht so wirklich. Okay. Aber ich habe sonst auch nichts, wo ich hingehen kann. Können wir mit dem Metallgriff noch was machen? Schublade. Also bei Hinweisen gern irgendwie ganze Sätze. Meinst du, ich kann den Griff nochmal in die Schublade setzen?
Tatsächlich. Okay. Giacomo, bevor du nach Mailand gekommen bist, erhielt ich Besuch von Cesare Borgia in Begleitung geheimnisvoller Männer. Sie brachten alte, aber unvollständige Pläne einer außergewöhnlichen Maschine und wollten, dass ich sie für sie baue. Meine Neugier überwog die Vorsicht und ich akzeptierte das Angebot, einschließlich des Versprechens der vollständigen Geheimhaltung. Fasziniert von der Aussicht, begann ich sofort zu arbeiten und der Herzog kam nur von Zeit zu Zeit, um nach mir zu sehen. Der Text kommt mir so aus dem ersten Teil bekannt vor. Bald fand ich den Schlüssel zu der unermesslichen Macht des Gerätes und verstand, dass niemandem erlaubt werden darf, diese Art der Macht in seinen Händen zu halten. Mit der Zeit wurde Borgia immer nervöser und seine Besuche wurden häufiger. Er schien von irgendjemandem gezwungen zu sein, fürchtete sich sogar Oh, und das Ich habe ich überlesen, wollte gerade sagen. Und ich fühlte mich in Mailand nicht mehr sicher. Das ist nur Seite 1 von 2. Wie blätter ich denn um? Achso, mit Rechtsklick, okay. Wir fanden in Florenz eine neue Zuflucht. Dennoch konnte ich die Maschine einfach nicht vergessen. In Mailand hatte ich nur ein kleines Modell gemacht und jetzt wollte ich ihr volles Potenzial sehen. Ich bereue es sehr, aber damals konnte mich nichts daran hindern, eine Zeitmaschine im Turm von Badia Fiorentina zu bauen. Ich hatte keine Ahnung, in welche Gefahr ich uns damit bringe. Dann tauchte Borgia in Florenz wieder auf und schien verzweifelt. Seine majestätische und noble Erscheinung war dahin. Aber er war nicht weniger gefährlich. Seine wahnsinnige Besessenheit von der Zeitmaschine eskalierte und er war mehr und mehr in die Ecke gedrängt. Als ob das nicht schon genug wäre, kam es noch schlimmer. Das Gerät schürte das Interesse einer geheimen und mysteriösen Gesellschaft. Giacomo, du bist Teil der Geschichte. Welche das ist, wirst du im ersten Stockwerk entschlüsseln. Ich gebe dir das Oculus Perpetuus zurück. Erweitert um neue Funktionen, aber das wirst du sicherlich selbst herausfinden. Okay. Was gut ist meine Erinnerung in die Erinnerung an Teil 1 Sachen? Was? Okay. Okay, wir haben hier den Zeitreise und neue Funktionen. Gut. Es scheint, als wäre ich in der Zeit zurückgereist, nachdem ich in die Zeitmaschine gesprungen bin. Ja, Überraschung. Wenn ich jetzt das Ja einstellen kann, kriege ich die Krise. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Oh Gott, das kommt mir alles furchtbar bekannt vor aus dem ersten Teil und es ist nicht in guter Erinnerung. Kann ich. Hallo. Machen wir das hier auch noch mal? Okay, ich brauche offenbar noch ein. Kann ich jetzt das Teil da unten mitnehmen? Auch nicht. Okay, und was habe ich jetzt davon? Also ist ja schön, dass das aufgeklappt ist, aber. Aber warum? Ah, I see. Okay, ich würde ganz gerne noch mal gucken, ob ich hier mit den Dingern noch irgendwas machen kann. Ich hoffe nicht. Nee, tatsächlich nicht. Gut, dann gehen wir mal. Das ist einer der Mechanismen, die ich mir durch Leonardos verbessertes Oculus Perpetua ansehen sollte.
Es wäre irgendwie witzig, wenn du jetzt so Sachen hinpacken musst, wie im ersten Teil, um die Geschehnisse aus dem ersten Teil zu ermöglichen. Können wir bitte keinen unmöglichen Zeitreiseschwurbel machen? Das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sekunde. Geh du doch nochmal runter. Geh du mal hier rüber. Mal hier hin. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Knarz. Und auf die Tür, beziehungsweise hoch den Fahrstuhl. Oh, und jetzt ist das aber alles, weil wir zeitgereist sind, eingefroren. Ich glaube, sie bauen hier ein Looping für eine Achterbahn. Vollkommen logisch. Wait, du bist nicht eingefroren. Wait, what? Sekunde. Wo wurden wir jetzt hin teleportiert? Die geheimnisvollen Figuren sind am Ende zum Tor gekommen. Aber wie ist es möglich, dass eine von ihnen mich in der Vergangenheit bemerkt hat? Fragen über Fragen. Okay, und wie viele von diesen Wandteilen können wir auf jeden Fall lockern, das Ding. Hi! So ein Tee, okay. Okay, ich schätze, da müssen wir irgendwas einsetzen. Noah, nicht doch. Okay, den konischen Kerzenhalter, ja. Wie mache ich das denn? So. Naja, wird schon passen. Ah, wir haben die Rolli-Rampe ausgefahren. Voll gut. Ich hoffe nur, dass wir nicht in diese Türen mussten. Können wir eigentlich die Figur von Leonardo hier irgendwo hinflanschen? Natürlich können wir das. Bye! Okay. Das kann man richtig gut lesen. In Florenz befand ich mich selbst in der Klemme. Sollte ich die Maschine Borgia oder der Geheimgesellschaft geben? Ich habe mich gegen beides entschieden, aber ich baute einen Plan. Aber ich brauchte einen Plan. Es gab nur einen Weg, mich aus dieser Lage zu befreien. Durch die Zeitmaschine in die Vergangenheit zu reisen und zu verhindern, dass sie je gebaut wird. Der Nachteil der Maschine war ihre Instabilität, da sie nur zweimal benutzt werden konnte. Das war eine gute Sache. Hä? Warum ist das denn der Nachteil? Also warum ist der Nachteil eine gute Sache? Ich konnte durch das Tor gehen und es wirkungslos für jeden zurücklassen, der es in die Hände bekommen wollte. Und so überwand ich zum ersten Mal die Barriere der Zeit und kehrte 11 Jahre in die Vergangenheit zurück. In das Jahr
Ich denke, es soll eine 4 sein. 1495. Es liest sich auch ein bisschen wie 1995, aber es würde voraussetzen, dass Da Vinci dann ursprünglich 2006 gelebt hat. Das möchte ich mal ausschließen. Ich glaube, es war schon 15. Es ist halt, dass man das nicht ranzoomen kann. Also hier steht ja auch groß 1495. Es ist halt echt kacke zu lesen. Und ja, die Schriftart ist halt von wegen, ne, stimmungsvoll und macht halt schon Sinn. Aber hilfreich ist es nicht.